Hallo zusammen, mein Name ist Ivo Lochmann. Wir haben wunderschönes Wetter, darum habe ich gedacht, ich nehme euch jetzt mal kurz ein Bewerbungsvideo auf. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich komme ursprünglich aus dem Vertrieb, habe die letzten 6 Jahre damit verbracht, mich wirklich mit Social Media auseinanderzusetzen, mit dem Algorithmus dieser Medien, von Instagram, Facebook, YouTube, und habe inzwischen noch ein neues Hobby im Social Media Bereich, und zwar ist das Thema Podcast, wo ich mich im Moment gerade auseinandersetze, weil man dort festgestellt hat, man kann dort eine sehr starke Verbindung zu seiner Community aufbauen. Was nachher wiederum passiert, dass man die Community kann geben, nehmen und sie wie einen Funnel auch wieder zu Instagram und Facebook transportieren. Was natürlich extrem wichtig ist, was man muss wissen im Social Media Bereich, ist, Community schlägt Zahlen. Was so viel heisst, es geht nicht darum, irgendwelche Gewinnspiele zu machen, damit man in kurzer Zeit ganz viele Follower hat, weil das sind meistens dann die sogenannten Ghosts. Und was passiert, wenn man viele Ghosts hat? Es passiert das, das Profil wird von Instagram zum Beispiel als unwichtig eingestuft und all die Sachen, die man postet, die man ja will, den Leuten präsentieren, die man seine Community will aufbauen, die verliert an Reichweite. Also, was muss man machen? Man muss natürlich viel mit Reels schaffen, weil das ist im Moment das Ding auf Instagram, wo am meisten Leute anschauen, wo man Community am besten kann wachsen lassen. Man braucht immer wieder Stories. Man braucht natürlich auch das Instagram TV, wo man halt mit dem Shop von Facebook zum Beispiel auf seiner Seite kann verbinden, dass die Leute das auch gerade kaufen können oder halt wirklich ein Gesicht haben zu einer Marke, wo sie eine Verbindung herstellen können. Sprich, die ganze Kommunikation mit dieser Community, was extrem wichtig ist, wo man dann aber weniger von Social Media Manager redet, weil das geht dann schon wieder mehr ins Branding hinein. Was halt in meinen Augen heutzutage die stärkere Methode ist, wie irgendwelche Ads-Schalter, die zwar gut sind, wo Leute sehen, Leute auch anschauen, aber halt nicht die starke Verbindung schafft, wie wenn man halt jemanden hat hinter einer Marke, wie das bei Apple war mit dem Steve Jobs, wo halt greifbar ist. Und wenn ihr jemanden sucht, der sich wirklich mit Social Media auskennt, und das auch lebt und das gern macht und sich mit einem Brand, mit einer Marke kann identifizieren, dann bin ich euer Mann. Ich würde mich freuen, wenn ich von euch hören würde. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr genießt das Wetter auch so wie ich. Wenn ja, perfekt. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich, wenn ich von euch höre. Bis dann. Ciao, moins.